Kulisse hier im Tal. Tja, auch so kann man mal ein Video beginnen. Das war's wohl. Das war dieser Testlauf, der jeden Samstagmittag wohl stattfindet wieder mittlerweile. Hier mit Blick auf Lilienstein wollte ich heute den letzten Tag mal in Ruhe ausklingen lassen. Habe über den Vormittag jetzt hier gelesen und mein Käffchen getrunken und werde gleich noch ein bisschen spazieren gehen, einfach hier an der Elbe. Eventuell mit dem Fahrrad fahren, was aber noch nicht ganz sicher ist, weil ich, ja, jetzt war gerade die Speicherkarte voll. Ich wollte eigentlich nur so viel sagen, dass ich die Nacht Probleme hatte mit dem Rücken und auch jetzt noch so ein Ziehen im Lendenbereich oder Lendenwirbelbereich und deswegen heute nicht irgendwo klettern, wandern, unter Belastung irgendwas machen werde. So wie jetzt hier gerade die Ruderer im Bild. Ist beachtlich viel los hier. Aber wie gesagt, es ist auch angenehm warm. Nutzen natürlich alle. Also wenn ihr da noch Lust habt, mir so ein bisschen zuzuschauen, wie es hier entspannt an der Elbe hergeht, bleibt dran. Ist das nicht nahezu perfekt? Strahlend blauer Himmel. Es läuft gute Musik hier am Bulli und ich habe gerade meinen Salat genossen. Ja, es wird definitiv bei einem Spaziergang bleiben, hier an der Elbe entlang. Mal rückseitig des Ortes Bad Schandau, hier Blick aufs Rathaus und dort Blick Richtung Tschechien. Das Fahrrad runterheben war jetzt nicht mehr möglich. Von dem Fahrradträger, der hängt ja bei dem T4 relativ hoch, oben an der Heckklappe. Und ja, war mir jetzt gerade zu schwer vom Rücken her. Hier ist so ein kleines Flusskreuzfahrtschiff, nennen die sich, glaube ich, ne? Ja. Die Viking Astrid oder Astrid. Sieht man mal, wie groß die Elbe eigentlich ist, wenn man das Schiff so hier vor sich hat. So das Verhältnis. Ist bestimmt auch interessant, dass man hier so diese einen Tag auf dem Fluss, einen Tag an Land oder dass sie jeden Tag in verschiedenen Städten anhalten. Ich weiß nicht, wie der genaue Ablauf ist. Aber vielleicht auch mal eine Idee, sowas zu machen. Habt ihr da eine Meinung zu? Hat das schon mal jemand gemacht? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Hier gegenüber der Anlegestelle von diesem Viking Astrid oder Viking Astrid, wie auch immer, ist das Elbhotel. Ist natürlich jetzt bei dem Wetter mit so einer Außenterrasse hier ein Träumchen. Wenn man so an der Elbe hier spazieren geht, da sieht man auch schön diesen historischen Aufzug, der zu Bad Schandau gehört. Und weiter rüber wieder die Sandsteinformation Richtung tschechische Grenze. Auch schön diesen kleinen Kaffeebars, wo man hier so an der Elbe einkehren kann, von dieser Seite noch mal besser zu sehen. Hier dieser kleine Bachlauf, der dort in die Elbe läuft, hatte das letzte Mal, wo ich mit dem Marvin hier war, nahezu gar kein Wasser gehabt. Und jetzt hat es schon wieder eine angenehme Flussgeschwindigkeit, wie man sehen kann. Und auch einiges an Fischen wieder. Also die einzelnen Urlaubsdomizile hier sind schon nicht verkehrt. Ja, ist der Aufzug nochmal in Betrieb zu sehen. So, hier
bin ich jetzt noch einmal, das letzte Mal für dieses Video und für die Sächsische Schweiz bzw. Elbsandsteingebirge. Ich kann nur jedem empfehlen, der Naturfan, Liebhaber ist, gerne wandern geht, hier hinzukommen. Gerade so jetzt mit dem Bulli, wie ich das mache, man kann echt mehr oder weniger kostenfrei überall stehen, wenn man nicht direkt im Ort stehen möchte. Da sagt ja auch keiner was, aber selbst im Ort, was ich jetzt 2 Nächte gemacht habe, kosten 24 Stunden 5 Euro. Finde ich auch völlig okay. Man hat hier so alle Einrichtungen in Bad Schandau, die man ja so brauchen könnte, was Supermärkte, ja, oder Wanderausstattung oder sonst was angeht, halt alles. Mir hat es sehr gut gefallen, aber so 6 Tage hintereinander, jeden Tag längere Touren, auch für mich persönlich fordernde Touren, merkt man jetzt am 7. Tag schon. Deswegen meldet sich mein Rücken wahrscheinlich auch so ein bisschen, da ich ja jetzt dann morgen nochmal so 520, 530 Kilometer zurückfahren muss, werde ich es auch jetzt gut sein lassen und mich einfach nur noch in die Sonne setzen, Kaffee trinken, lesen. Und hoffe, euch hat so diese ganze Episode hier Elbsandsteingebirge gefallen. Waren ja jetzt doch einige Videos und ja, gibt es nicht ganz viel zu sagen. Ich finde es hier super. Das Einzige, was schade ist, ich wollte noch ins Labyrinth heute. Das hatte ich mir fest vorgenommen, so als letzte Station. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Und danach auf den Mühlenstein, da wollte ich den Tag ausgelassen, ein weiteres Mal, weil es mir dort wirklich sehr gut gefallen hat. Empfehlen kann ich hier alles, außer den großen Winterberg. Sonst, ja, alles ohne Einschränkungen. Also, nicht noch länger labern und hier aufs Wasser gucken, sondern tschüss sagen, macht's gut, euer Markus.